Okay, dann kämpfen wir jetzt also nur zu zweit. Ich hätte vielleicht vorher den Dämon beschwören sollen. Jetzt wirst du sterben. So wie deine Freundin Mulana? Verdammtes Schwein! Was hattest du mit ihr zu schaffen? Haha. Sie war mein Spielzeug. Eine Falle. Du hast sie zu einem Monster gemacht! Was für ein Blödsinn. Euer erbärmlicher, fehlgeschlagener Zauber machte sie zu dem, was sie letztendlich vernichtet hat. Doch sie war meine Sklavin. Immer. Bis ihr sie getötet habt. Falsch! Wir haben uns geliebt. Viele Jahre! Haha. Ja, in dem Jahr, in dem du sie wohl kennengelernt hast, ist sie dummerweise von mir abgehauen. Welch fataler Fehler von ihr. Abgehauen? Hatte sie es dir nie erzählt? Mulan und ich waren ein Paar, viele Jahrzehnte lang. Sie war mein Eigentum. Ich habe sie zu einem Vampir gemacht. Sie war meine Braut. Doch eines Tages hatte sie wohl genug von mir und sie flüchtete. Das kann nicht sein! Sie würde dich niemals lieben! Ich sagte, dass sie mich geliebt hat. Sie war nur mein Eigentum. Mein Spielzeug, mein Lustobjekt, erschaffen, um meine Gelüste zu befriedigen. Doch ich behandelte sie gut, machte ihr schöne Geschenke, Schmuck, schöne Kleider. Aber dann hatte sie eines Tages genug und sie floh heimlich und landete anscheinend bei dir. Und bei dir versteckte sie sich, bis ich sie dann doch endlich wieder gefunden hatte und ihr die gerechte Strafe für die Flucht gab. Du hast sie brutal ermordet! Nein, das habt ihr dann getan. Ich hab sie nicht ermordet, nur misshandelt. Es war eine Freude. Du abartiger Bastard, sie war schon tot, du lügst! Falsch, sie lebte. Sie war nur gelähmt von dem Schwert in ihrem Herzen. Und euer Zauber schlug dadurch fehl und machte aus ihr eine Wahnsinnige. Lügner, du hattest mit ihr Kontakt! Oh ja, nachdem sie vor euch geflohen war, kam sie zurück zu mir. Gekrochen kam sie. Und sie flehte mich an. Oh, wie sie flehte. Um Gnade, sie wollte zu mir zurück. Auf allen Vieren kniete sie vor mir. Winselte wie ein Köter. Doch ich, in meiner unendlichen Güte, nahm sie wieder auf. Und erklärte ihr, dass sie euch in eine Falle locken soll. Ich zeigte ihr die Kristallhöhle. Sie zerstörte Tradan und macht alles für euch bereit. Ihr seid natürlich darauf hereingefallen. Dumm nur, dass diese kleine Hure trotz allem nicht die Macht hatte, euch zu erledigen. Denn das war ihre Aufgabe, um wieder bei mir bleiben zu dürfen. Doch sie ist gescheitert. Ungünstigerweise habt ihr dann den Code für meine Höhle erfahren. Doch als Mulana nicht antwortete, war mir bereits alles klar. Und ich bin hier in meinen Turm gereist und habe auf euch gewartet. Du bist wahrhaftig der abartigste Widerlichtsabschaum, der mir je begegnet ist. Oh, ich fühle mich geehrt. Das hat noch niemand so schön formuliert wie du, kleine Hure. Und warum bist du in deinen Turm geflohen und hast nicht in der Höhle auf uns gewartet? Gute Frage. Ich würde sagen, weil dieser Turm durch meine Magie verzaubert wurde und ich mich hier irgendwie heimischer fühle. Eben der richtige Ort, um euch zu erledigen. Außerdem macht die Magie des Turms mich stärker, aber das nur nebenbei bemerkt. Dann wirst du jetzt sterben, für das, was du Aisha angetan hast. Aisha? Klingt irgendwie süß. Ein netter Name, den sie sich dann selber gab. Genug geredet, jetzt ist deine Zeit abgelaufen. Stirb! Stirb? Haha, ich hätte dich schon damals töten können. Und deine Leiche wäre in dieser muffigen Höhle vergammelt. Was glaubst du denn, warum du noch lebst? Weil ich so gnädig war. Von wegen Gnade, da steckt doch viel mehr dahinter. Haha. Ganz verblüht bist du also nicht. Nun ja, du lebst noch, weil ich damals damit gerechnet habe, dass du in deinem Schockzustand wie wild herumsprichst, was du gesehen hast. Und damit wärst du sofort eine Gefahr für alle Vampire geworden, weil du damit einen erneuten Kreuzzug gegen die Vampire aufgeschworen hättest. Und so wärst du das Ziel aller Vampire geworden. Und nachdem sie alle dich jagen würden, hätte ich sie mir einfach einen nach dem anderen vorgenommen. Du mieses Schwein! Jetzt haben deine abartigen Spiechern ein Ende! Okay, dann können wir jetzt angreifen. So, wir machen den fertig. Heiliges Licht. Und Apokalypse. Boah, heiliges Licht ist effektiv. Apokalypse auch. Oh, verdammt. Ich muss aufpassen, aber ich werde jetzt mal... Mal sehen. Nein. Und... Okay, Walner kann angreifen, aber
Elena muss unbedingt... Scheiße. Elena? Elaine macht jetzt unbedingt... Nein, sie ist stumm! Verdammt! Antikrankheitsserum auf Elaine. Das ist gut, Walner. So, und jetzt völlige Reinigung. So, Walner kann angreifen, aber Elaine muss unbedingt Apokalypse weitermachen. Weil normale Angriffe bei ihr nicht so wirken. Aber Walner könnte auch nochmal Dunkelklingen wirken. Apokalypse hier. Ja, hat voll funktioniert. Konfusion. Ja, Walner ist nicht getroffen. Okay. Einmal Apokalypse funktioniert nicht dann noch, dann gebe ich ihr eine. Blutstarre. Wow, verdammt. Walner. Blutelixier an Elaine. Und Elaine. Du machst. Ich werde jetzt wirklich mal einen Vampirstein benutzen. Wo ist er denn? Vampirstein? Komplette Heilung für alle. Wieso kann ich den nicht benutzen? Dann eben ein Heilelixier für Elaine. Klingenregen. Mist. Wundverband und Wundverband. Der. Ich bin echt froh, wenn er nur nochmal angreift, weil seine Statusveränderungen sind voll für den Arsch. Ja, passt. So, der greift nochmal an und Elaine. Die macht mal ein Heilelixier auf Walner. Hat er sich verdient. Ja, geil, kritisch. So, dann nochmal. Apokalypse! Haucht widerlichen Gestank. Mist. Nein, beide gelähmt. Boah, Walner kann sich wieder bewegen. So, und er muss unbedingt Antikrankheitsserum auf Elaine machen. Damit sie dann wieder sprechen kann. Nein, ich kann nicht mehr klar denken. Nein, sie ist stumm. Verdammt. Boah, Elaine kann sich wieder bewegen. Nein! Ich glaube, ich habe verloren. Yep, Game Over. So, wisst ihr was? Wir töten den jetzt aber noch. Wir haben ja direkt davor gespeichert. Laden. So. Wir gehen jetzt erst nach oben. Bis hierher. Und jetzt. Voll geheilt sind wir. Okay. Dann machen wir jetzt Gegenstand. Menü. Hier, Menü. Seelen. Okay, wir können mit starken Seelen können wir unsere Stärke erhöhen. Um 41. Und dann können wir noch unseren Dämonen beschwören. So, jetzt geht's nochmal an den Kragen. Jetzt sind wir nämlich zu dritt. Soll ich jetzt nur noch alles wegdrücken? Das hat ziemlich lange gedauert, muss ich sagen. So, komm. So viel zum Reden. So viel reden tun die. Mach schon, mach schon, mach schon. Ja, jetzt fängt endlich der Kampf an. Aber jetzt reden wir jetzt nochmal eine halbe Stunde lang. So, zumindest bis er stirbt, schreit der Walner. Kann ich einfach weiter auf die Enter-Taste hämmern.
Komm. Jetzt beschimpft sie schon als Lügner. Komm, der erzählt hier echt Märchen. Ja, mach schon. Ah, jetzt stirbt er. Jetzt fragt er wegen der Höhle. Okay, jetzt geht's los. So. Das machen wir als erstes mal. Dunkle Klingen. Elaine macht eine Apokalypse. Und der Dämon macht eine Schattenherrschaft. Okay, zumindest die Abwehr ist, wurde erhöht. Von Valna. Elaine wurde Angriff und beim Dämon auch. So, ich mache jetzt nochmal Dunkle Klingen wegen Valna. Und dann unbedingt mal sehen. Ich brauche Halt. Nein. Die ist stumm. Das darf nicht sein. Und der Dämon nochmal Schattenherrschaft. Angriff. Boah, mental. Geschick. Dämonenabwehr. Boah, also das hat es gebracht. Und diese dunklen Klingen war jetzt voll für den Arsch. Nein. Okay. Die Elaine macht das Antikrankheitsserum auf sich selber. Der Dämon versucht nochmal eine Schattenherrschaft. Yeah, voll geil. So, weil der greift sich selber für 117 hauen. Voll für den Arsch. So, Elaine, du machst jetzt eine völlige Reinigung. Der Dämon. Du machst jetzt einmal Schatten, persönlich, wir wissen, wie viel das macht. Kein Schaden, okay. Der Mono greift ab sofort nur noch normal an. So, und Walner greift jetzt auch nochmal normal an. Die greifen jetzt alle nochmal an. Ich meine, die haben so viel Schaden. Ja, hier 252, Elaine hier auch 233, also die sind jetzt voll. Boah, 304, also wenn die das jetzt nicht töten, dann weiß ich auch nicht. Obwohl Elaine später mal vielleicht eine Heilaura machen sollte. Boah, geil. 796 kritisch, habt ihr das gesehen? Okay. Valna gibt sich jetzt selbst einen Wundverband. Elaine zaubert eine Heilaura und der Dämon gibt Elaine einen Wundverband. So, komm jetzt, bist du am Arsch. 306. Yeah! Habt ihr gesehen, wie einfach das war jetzt durch den Dämonen? 2000 Erfahrung, starke Seele. Es ist vorbei. Du Abschaum! Schmorende Hölle! Das war unser Dämon übrigens. Und die Stärke auch hat uns verlassen. Genug, ihr beiden. Er ist tot. Soweit man das so nennen kann. Ich kann es einfach nicht glauben. Er ist schon in der Praxis ein Paar. Es ist so furchtbar. Es tut mir so leid für dich. Tragen kannst du später noch genug. Sonst hier lieber mal umschauen. Er hat sicher noch einige Tonnen voller Schätze hier. Vielleicht finden wir auch einen Anhaltspunkt, wer sein Geldgeber ist. Was für eine gerechte Strafe für dieses Ekel. Es wird überall gezeigt. Er angegeben. So, das war seine Blutkammer. Noch ein armes junges Mädchen, das von der Praxis misshandelt wurde. Selbst vor den Gläubigen schreckt er nicht zurück. Hm, sie hat ein ziemlich verziertes Kreuz in der Hand. Nimm es mit, es ist sicherlich das wert. Du willst doch nicht etwa von den Kirchenanhängern stehlen? Wieso denn nicht? Es sind auch bloß Menschen.
Da hast du wohl recht. Ich würde sagen, wir nehmen es mit. Richtig so. Ein Kreuz halten. Noch ein Anhänger der Kirche. So, da unten sind die Schatzkisten. Ich muss nur den geheimen Durchgang finden. Irgendwo wird es schon sein. Hier jedenfalls nicht. Schauen wir mal auf die rechte Seite. Ich finde es geil, dass hier jetzt keine Monster mehr kommen. Ups. Da scheint ein Teleporter zu sein, aber wir wollen noch nicht hier weg. Puh, zum Glück. Ein Blutelixier. 4 Speichersteine. Ein Heilelixier. Hier in der Kiste liegt ein seltsames Wappen und ein, was auch immer. Das Wappen kommt mir bekannt vor. Verdammt, ich kann mich nicht erinnern. Das andere Teil könnte vielleicht ein seltsamer Schlüssel sein. Aber ich habe so einen Schlüssel noch nie gesehen. Eine seltsame pyramidale Form. Ein Wappen und ein Schlüssel halten. Na schön, dann haben wir jetzt einen Schlüssel und ein Wappen. Das hilft uns vorerst auch nicht weiter. Und wie kommen wir hier weg? Die Pentagramme in der Mitte dieses Raumes könnten ein Teleporter sein. Schließlich muss Abraxas ja auch irgendwie hier rauskommen. So, wir schauen aber vorher. Ja, da ist er. Da ist auch sein Sarg. 4000 Fehler. Ein Malisterschuhe. Ein mystischer Ring. Ein antiker Vampirring. Und 1000 Fehler. Das hier ist wahrscheinlich der Sarg von Abraxas. Ich mache ihn mal auf. Leer. Da scheint ein Teleporter zu sein. Sollen wir gehen? Ich würde sagen, wir haben alles. So, und jetzt? Oh, vielleicht hätte ich vorher speichern sollen. Oh, zum Glück spielt das Speichern. Hey, das Enkel und sein Opa. Haben wir schon lange nicht mehr gehabt. Und nun ist es auch um eine Praxis geschehen. Ich muss schon sagen, deine Geschichte ist ganz schön brutal. Das Leben ist brutal, nicht meine Geschichte. Ach, Opa, hast du es denn so schwer gehabt in deinem Leben? Naja, ich habe zumindest sehr viel erlebt. Gutes wie Schlechtes. Aber das ist jetzt egal. Sind die Mädchen immer vor dir geflüchtet? Leider. Moment mal. Das geht dich gar nichts an, du kleiner frecher Fratz. Entschuldige, Opa. Du willst sicher wissen, wie jetzt die Geschichte weitergeht, oder? Aber klar, Opa. Die drei sind jetzt also auf der Suche nach einem Schloss. Genau. Den Schlüssel, den sie gefunden haben, ist wichtig, um Abraxas Auftraggeber zu finden. Ach, Opa. Da fällt mir noch was ein. Ich muss schon sagen, dass Aisha und Abraxas mal ein Paar waren, hat mich dann doch überrascht. Aber irgendwie ergibt das schon einen Sinn, auch wenn es dann doch ein großer Zufall ist, dass Aisha eben mal mit Walnut zusammengekommen ist. Wieso Zufall? Nachdem Aisha alias Mulana von Abraxas floh, musste sie sich doch irgendwo verstecken. Und sie dachte einfach, das beste Versteck ist, wenn sie sich als normalen Menschen ausgibt, ihren Namen ändert und sich einen Menschen als Partner aussucht. Denn welcher Vampir würde schon erwarten, dass sich ein Vampir mit einem Menschen ausgibt? Vampire sehen Menschen nur als Nahrung. Menschen stehen für sie eine Evolutionsstufe unter ihnen. Da ist was dran. Jetzt fehlt nur noch die große Auflösung, wer denn nun Abraxas Auftraggeber war. Da bin ich ja mächtig gespannt darauf. Keine Sorge, darauf kommen wir schon sehr bald. Was dann wohl geschehen wird, wenn sie ihn treffen? Töten werden sie ihn ganz bestimmt. Doch was dann? Werden sie sich wieder zurückziehen? Oder werden sie die Rasse der Vampire wieder aufblühen lassen? Das wirst du alles schon bald erfahren. Denn jetzt nähert sich die Geschichte schon dem Ende. Na dann, Opa, erzähl weiter. Jetzt werd mal nicht frech. Ich erzähl ja schon. Auf jeden Fall haben die drei einen Tag Pause gemacht, um über alles nachzudenken. Und sind nun bereit, das Geheimnis endlich zu lüften. So, dann geht's jetzt weiter. Ich glaube, ich bin immer wieder normal bewegen. Ja, dann an der Stelle speichere ich mal und mache dann auch mal... Kann ich hier mit Seelen speichern? Wo sind sie denn, die Seelen? Normale nicht. Stark auch nicht. Nee, da muss ich einen Speicherstein hernehmen. Wir haben ja wieder 10. So, speichern. Ja, und dann sage ich mal, bis zum nächsten Mal. Ciao!